Hey Leute, heute habe ich ein Core-Workout für euch. Meine liebsten Übungen, alle am Stück. Wir machen 3 Durchgänge. Alles, was ihr braucht, ist eine Matte oder irgendwas, wo ihr euch hinlegen könnt. Dann, wenn ihr habt, irgendeinen Ball oder ihr könnt irgendeinen anderen Gegenstand nehmen, der muss nicht schwer sein, einfach ein bisschen was, was ihr werfen könnt. Und wenn ihr habt, so einen Gummiloop. Ansonsten geht auch irgendwas, was ein bisschen elastisch ist, was man irgendwie knoten kann, um sich das um die Beine zu wickeln. Und ein Gewicht, wenn ihr eine Hantel habt, nehmt ihr eine Hantel. Da müsst ihr, welches Gewicht ihr stemmen könnt, mal so ein bisschen rausfinden. Ansonsten geht natürlich auch eine Flasche oder irgendein schwerer Gegenstand, den man einigermaßen gut in der Hand halten kann. Dann will ich gar nicht so viel mehr reden, sondern wir legen los. Und ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt mir unten rein, ob es anstrengend für euch war oder nicht, wie ihr die Übung findet. Ich baue die ja so 2 bis 3 Mal die Woche in meinen Trainingsplan ein und habe das Gefühl, dass ich dadurch halt für alle 3 Disziplinen gestärkt hervorgehe. Teilweise ist auch eine gute Voraktivierung vor einem Workout, aber natürlich jetzt nicht in dem Umfang vor einer Einheit, sondern das wirklich als eigene Einheit in den Trainingsplan bei euch einbauen. Und dann würde ich sagen, geht's los. So, dann begebt euch auf eure Matte. Als erstes brauchen wir gleich die Hantel oder das Gewicht. Und ihr legt euch für die erste Übung auf den Rücken. Nehmt die Hantel in eine Hand. Es kommen beide Seiten dran, also egal wie ihr anfangt. Und jetzt kommt ihr wie im Sit-Up nach oben und drückt die Hantel so weit wie es geht zum Himmel, zur Decke. Und achtet darauf, dass eure Fersen auf der Matte bleiben. Drückt die richtig runter. Die wollen sich immer lösen. Und die Beine möglichst gestreckt lassen und arbeitet schön aus dem Rumpf. Ich versuche pro Seite 8 bis 10 Wiederholungen zu machen. Wenn ich aber merke, dass es wirklich schwer wird, hochzukommen oder ich eben die Übung nicht mehr sauber ausführen kann, dann lasse ich es manchmal auch schon bei 5 gut sein. Ihr merkt, es wird ein bisschen schwierig. Es ist auch teilweise so, dass eine Seite einfach deutlich leichter geht als die andere. Dann richtet euch nach der schwächeren. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Übung. Single Arm Bench Press. Ihr hebt beide Beine ab, so wie ihr das jetzt seht. Und immer von dem Bein, was 90 Grad angewinkelt ist, also gebeugt, da gegenüberliegend drückt ihr mit der Hantel nach oben, schön aus der Brustmuskulatur raus. Knie und Hantel bewegen sich so ein bisschen aufeinander zu und ihr drückt ganz fest die Lendenwirbelsäule nach unten. Also die muss richtig auf der Matte aufliegen und die Schulter, in der keine Hantel ist, die drückt ihr auch auf den Boden, dass ihr da so eine diagonale Verspannung habt. Und weiter geht's auch schon mit der nächsten Übung. Keine Gnade hier. Alles ohne Pause. Der Plank Throw. Ihr stützt und werft euch den Ball rechts und links in die eigene Hand. Sieht vielleicht leichter aus, als es ist. Weiter geht's. Nach 10 Würfen nehmt ihr euch das Gummiloop, legt euch wieder hin, spannt es. Also ihr bringt das Band auf Spannung. Drückt die Knie nach außen, das Band bleibt immer gespannt und ihr bewegt das Gesäß hoch und runter. Das Gummiband sollte sich gar nicht mehr bewegen jetzt. Arme entweder auf die Brust, dann ist es etwas schwieriger, oder seitlich neben euren Körper. Damit vergrößert ihr einfach die Unterstützungsfläche. Am Ende nochmal halten, Becken bleibt oben. Ein Bein nach dem anderen wegstrecken, die Spannung vom Gummiloop halten und schauen, dass das Becken nicht auf einer Seite absinkt. Geschafft!
Jetzt kommen die Sidelifts. Ihr stellt euch schön breit hin. Geht mit einer Hand runter zum Fuß und die andere streckt ihr in den Himmel. Stabilisiert das Gewicht mit eurer Schulter. Und bewegt euch hoch und runter. Arbeitet aus der seitlichen Bauchmuskulatur. Und der Blick geht immer hoch zu der Hantel. Und schön 10-mal pro Seite, wenn ihr es schafft. Auch hier kann es gut sein, dass es auf der einen Seite viel leichter geht als auf der anderen. Bei mir zumindest so, richtet euch nach der schwachen Seite oder macht am Ende bei der einfach noch einen Durchgang mehr. Wir die auftrainieren jetzt in der Zeit, wo wir in Quarantäne sind. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Übung von dem Zirkel. Dafür legt ihr euch auf den Bauch. Den Ball könnt ihr euch auch mal schon mal zurechtlegen, den brauchen wir gleich nochmal. Als erstes hebt ihr Beine und Oberkörper ab und ja, macht hier einen schönen Oberkörperlift, zieht die Schulterblätter hinten zusammen und haltet die ganze Zeit schön die Spannung im Gesäß und die Beine in der Luft. Jetzt nehmt ihr den Ball und hebt den vor dem Kopf und hinten über dem Gesäß in die andere Hand. 10-mal jede Seite. Wenn die Beine müde werden und absinken wollen, hebt ihr sie nochmal ein Stück höher. Und ihr wechselt dann auch nochmal jetzt die Richtung und dann habt ihr es geschafft. Erste Runde completed. Jetzt kommt Nummer 2. Ihr schnappt euch wieder die Hantel. Und es geht weiter mit dem Dumbbell Sit-Up Press. Hantel schön nach oben schieben, Knie so gut wie es geht durchdrücken, Fersen bleiben auf der Matte und hoch. Ausatmen. Ausatmen, wenn ihr hochkommt. Und wenn es richtig schwer wird, gut sein lassen. Seite wechseln. Hochdrücken und hochkommen. Fersen schön liegen lassen. Ja, auch hier gibt es meistens eine Schokoladenseite. Ich struggle da schon ein bisschen mehr. Und wir gehen wieder über zum Single Arm Bench Press. Beine abheben, Lendenwirbelsäule richtig fest nach unten drücken und auch jetzt in dem Fall meine linke Schulter richtig runterdrücken, dass ich mich da komplett verspanne. Die Schulter, die will immer so ein bisschen hoch, wenn man auf der anderen Seite das Gewicht bewegt, arbeitet dagegen. Und gleich im Anschluss die andere Seite, Beine wieder abheben, Lendenwirbelsäule runterdrücken und pumpen. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. Hantel zur Seite. Schnappt euch den Ball. Es geht weiter mit dem Plank Throw. Schön alles anspannen, Körper richtig verspannen, Ball hin und her werfen. Und ihr seht, ich bewege mich da noch viel zu sehr von rechts nach links. Da muss ich noch stabiler werden. Das war's schon. Ihr nehmt euch das Gummiloop und wir
machen den zweiten Durchgang Bridging. Auf den Rücken legen, Füße aufstellen. Und bei dem Durchgang achtet ihr mal drauf, dass ihr euer Großzehengrundgelenk richtig fest in den Boden drückt. Und natürlich nicht vergessen, die Spannung von dem Band aufrecht zu erhalten. Also Knie drücken nach außen. Und jetzt den Po anspannen. Richtig fest zusammen. Wenn ihr es schwerer wollt, legt die Hände auf die Brust. Wenn es zu schwer ist, legt sie wieder neben euch. Und am Ende wieder die Füße im Wechsel wegnehmen. 10 Wiederholungen. Auch hier könnt ihr es euch mit den Armen leichter oder schwerer machen. Ganz wichtig, euer Becken bleibt immer gerade. Sinkt nicht auf einer Seite ab. Und ihr schnappt euch wieder die Hantel und wir machen weiter mit den Side Lifts. Hantel nach oben und Hand geht wieder zum Fuß runter. Blick geht zur Hantel hoch und schaut, dass ihr wirklich eure seitliche Rumpfmuskulatur dabei merkt. Wenn ihr runter geht, wird sie gestretched. Wenn ihr hoch geht, muss sie richtig anspannen. Andere Seite. Los geht's. Blick geht zur Hantel, Hand geht zum Fuß. Und letzter. 10. Geschafft. Letzte Übung. Ihr legt euch wieder auf den Bauch. Ja, kurz mal noch eine kleine Liegestütze eingebaut. Und ihr hebt den Oberkörper wieder nach oben ab. Presst richtig die Schulterblätter hinten zusammen. Und auch die Beine gehen in die Luft. Po ist fest angespannt. Je höher ihr die Beine hebt, umso mehr Spannung baut ihr auf. Dann schnappt ihr euch den Ball und bewegt die Arme. Übergebt den Ball über dem Gesäß und vor dem Kopf. Und denkt dran, auch nochmal die Seite, die Richtung zu wechseln. Falls die Beine absinken, nehmt sie wieder hoch, dass ihr einfach für die Zeit die maximale Anspannung habt. Der Blick geht zur Matte runter, sodass euer Nacken schön gerade und lang ist. Geschafft. So, Mini-Pause, bevor wir Runde Nummer 3 einläuten. Also, Ball kommt wieder nach vorne. Ihr schnappt euch die Hantel. Ich erschummel mir da gerade noch ein bisschen Pause. Und legt euch auf den Rücken, Beine wieder ausstrecken und einen Arm nach oben und wieder aus dem Rumpf hochkommen. Ups, da war die erste Wiederholung jetzt schon etwas schwerer. Konzentriert euch wieder drauf, Beine bleiben gestreckt, Fersen heben nicht ab und ihr arbeitet aus eurem Rumpf. Versucht auch so wenig Schwung wie möglich zu nehmen. Die Schulter auch schön stabilisieren und hochdrücken. Muss jetzt echt einige Muskeln in eurem Körper arbeiten. Ich zeige erste Zeichen von Schwäche. Andere Seite. We'll be right back.
wird anstrengend. Zieht weiter durch. Das ist der letzte Durchgang. So, geht gleich weiter. Single Arm Bench Press. Startet mit einer Seite, hebt beide Beine ab. Musst du auch immer manchmal kurz überlegen, aber immer diagonal sozusagen das Knie anheben und mit dem Arm nach oben drücken. So, wieder achtet drauf, Lendenwirbelsäule runterdrücken, Schulter richtig fest runterdrücken. Und nach 8 bis 10 die Seite wechseln. Hier müssen jetzt wirklich, ihr verspannt sozusagen richtig die Muskelketten, die Schlingen, die in eurem Körper zusammenarbeiten. Super für das Laufen zum Beispiel, genauso auch fürs Schwimmen. Und am Ende hilft es auch beim Radfahren. Auch die Übung haben wir geschafft. Dann schnappt ihr euch wieder den Ball. Wir gehen in den Plank und ich versuche den Ball wieder zu werfen. Scheiße, Entschuldigung. Shit happens. Dann machen wir jetzt ohne Ball weiter. Vielleicht auch ganz cool, damit ihr noch eine Variante seht, wenn ihr keinen habt. Einfach mit dem Schultertipping rechts und links immer die Schulter antippen und es gilt das Gleiche. Verspannt euren Körper, richtig fest den Po anspannen. So, dann geht's auch schon weiter. Bridging mit dem Gummiloop. Auch hier letzter Durchgang, gebt nochmal alles. Füße aufstellen. Jetzt beim letzten Durchgang denkt ihr an alles. Das Band spannen, den Po, wenn ihr nach oben geht, jetzt richtig fest zusammenkneifen und den Großzehballen drückt ihr in den Boden und haltet diese Spannung die ganze Zeit. Wenn ihr es schwerer haben wollt, legt ihr die Hände wieder auf die Brust. Könnt ihr auch mal ausprobieren, dass ihr den Unterschied spürt oder ihr legt sie wieder neben den Körper. Und wenn ihr die 10-mal habt, ein Bein, tap, tap, abheben. Ohne die Spannung zu verlieren. Becken bleibt gerade. Das Gummiband bleibt gespannt. Atmen nicht vergessen. Und geschafft. Gummiloop weg. Und wir kommen zu den Side Lifts. Ihr schnappt euch wieder die Hantel oder euer Gewicht. Schön breit hinstellen. Schaut, dass die Füße auf einer Linie stehen. Manchmal ist es so, dass man einen irgendwie ein bisschen weiter nach vorne stellt. Richtet euch da gerade aus. Hand zieht runter zum Fuß. Der Blick geht zur Hantel. Mit der Übung habt ihr echt eigentlich eine Mobility- und eine Kräftigungsübung in einem. Werdet ihr sicher schon jetzt gemerkt haben, dass es auch ganz gut an der einen oder anderen Stelle zieht und ihr da wirklich eine dynamische Dehnung auch noch dabei habt. Schultergelenk schön stabilisieren, das Gewicht über der Schulter. Und geschafft. Dann
Kommen wir auch schon zur letzten Übung. Jetzt habe ich keinen Ball mehr, deswegen zeige ich euch jetzt hier auch noch eine Variante, die ihr machen könnt, wenn ihr keinen Ball habt. Also wir fangen wieder an mit dem Abheben. Beine gehen auch in die Luft, Po wird angespannt. Wir gehen 10-mal hoch und runter mit dem Oberkörper. Blick geht zur Matte, der Nacken ist lang und die Schulterblätter presst ihr richtig schön zusammen. Und jetzt bewegt ihr einfach die Arme vor, zurück. So weit wie es geht vor und schön zurückziehen. Die Beine bleiben in der Luft, der Po bleibt angespannt. Ganzer Rücken arbeitet und jetzt tun wir noch ein bisschen was fürs Schwimmen. Hier schön Arme und Beine im Wechsel bewegen. Zählt bis 10 und geschafft. Die Entspannung danach, dieses kurze Loslassen, ist doch einfach das Schönste. Sehr gut. Tapfer durchgekämpft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Workout.